it's not a freak show. We're not freaks. Dieser Mann sucht Menschen mit Makeln. Der Brite Del Keynes castet in Berlin für seine Agentur Misfit Models. Seine Geschäftsidee: Erfolg durchs Anderssein. With characters that are big and small, black or white, two legs, three legs, one leg, whatever. Everyone that's different, that doesn't fit into the norm of what people stereotype as a normal model agency, come acting agency. Come on. 200 sogenannte Misfits, auf Deutsch etwa Außenseitermodels, hat der Brite mittlerweile schon in seiner Kartei. Auch Stella Müller-Rösler möchte aufgenommen werden. 120 Kilo bringt sie auf die Waage. Für Misfit-Models durchaus ein Vorteil. Gemeinsam mit ihrem Ehemann ist sie extra aus Heilbronn angereist, um den Agenturchef von sich zu überzeugen. Der ist jemand, der schon auf der ganzen Welt gemodelt hat, der sich echt auskennt. Und ich komme aus Kleintupfingen. Ich bin ein Eifler Mädchen aus dem Nichts. Und es ist schon aufregend, in Berlin zu sein und auf so einer Sache mitzumachen. Sehr. That's me as a kid. That's me as a baby. Vor 20 Jahren wurde Del Keynes von einem Model-Scout in London auf der Straße entdeckt, bekam Aufträge von Calvin Klein und Diesel. 2010 gründete er dann seine eigene Agentur in Berlin. Dass es auch in Deutschland einen Markt für Charakterköpfe gibt, davon ist Del überzeugt. You have to be very, very self-confident in yourself. Doesn't matter what you look like, self-confidence will sell. This is what we look for in a model. Someone as good-looking as me or Boris. Ein gefragter Look. Zusammen wurden die beiden Männer bereits für die Kampagne eines bekannten Autoverleihers abgelichtet. Und der Job ist abwechslungsreich. Im neuen Musikvideo eines Berliner Gangster-Rappers durfte sich Del als Folterknecht vor der Kamera austoben. Next. Für seine Agentur sucht Del aber nicht nur Menschen mit ausgefallenem Äußeren. Auch weniger exzentrische Charaktere haben bei Misfit-Models eine Chance. Je nach Bedürfnis des Kunden sucht Del den passenden Typ aus seiner Kartei. Ich bin zwar auch unförmig, aber schau mich an, ich werde genommen. Das ist nicht wichtig, wie du aussiehst, sondern wer du bist und wie du auftrittst. Die Bilanz des Casting-Tages: 61 neue Models für die Misfit-Kartei. Sie alle hoffen nun auf den großen Durchbruch in der hart umkämpften Werbebranche als charismatische Konkurrenz zu Klum und Co.